Ich könnte jetzt schon nach Hause gehen. Ich wurde so beschenkt, so gesegnet durch alle, die vorher da waren und durch Gott, der einfach da ist. Aber es geht ja nicht. Ich muss nach Hause gehen, muss ja noch was sagen. Genau. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Philosophen, von Nietzsche. Ups. Gespoilert. Okay, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Ich finde es ein super Zitat, ja, dass er das sagt. Und die Frage an dich, an mich, wenn Nietzsche uns sehen würde, würde auch sagen, ah ja, da ist ja der Jan. Wenn ich an den Erlöser vom Jan glauben sollte, dann müsste der mir aber erlöster aussehen. Und was Gott will, ist, dass wenn Nietzsche dich sieht, ja, wenn Nietzsche den Felix sieht, dass ihm so die Kinnlade runterklappt, ja, und die Zunge raus und sagt, meine Fresse, ich muss meine Argumentationskette überdenken. Oder wenn er den Matze sieht, wenn er Nikos sieht, wenn er ihn ansieht, ja, wenn er die Birgit Reininger sieht, dann geht Nietzsche so, what? Ja, ich überlege mal, ob mein Argument hier stimmt. Und heute habe ich euch ein Bild mitgebracht. Es geht um Freude, es geht auch um eine tiefe Freude. Es geht darum, dass Nietzsche die Kinnlade und die Zunge runterklappt. Und dieses Bild, mich hat es so bewegt, ich habe es beim Beten gesehen. Und auf diesem Bild sehen wir einmal so Blumen, die blühen auf. Und wir sehen aber im Mittelpunkt das Kreuz. Und ich glaube, dass du und ich, dass wir aufblühen, dass Gott das will und sich das Gott für uns wünscht, dass wir aufblühen, dass wir eine Freude haben in unserem Leben. Aber wir haben das, weil das Licht des Kreuzes auf uns fällt, weil am Kreuz etwas passiert ist, was unglaublich ist. Und ich freue mich so, dass alle, die vor mir kamen heute, haben einfach Jesus in den Mittelpunkt gestellt und der Heilige Geist wirkt, wo Jesus erhoben ist. Und was wir vorhaben jetzt, ich möchte über Gottes Heiligkeit sprechen, ich möchte über Versöhnung sprechen und ich möchte darüber sprechen, was es bedeutet, in Gottes Haus zu sein. Und dann beantworte ich am Ende auch noch die Frage, was ist unsere größte Freude? Gottes Heiligkeit. Wer eine Bibel hat, der kann mal zu Jesaja 6 gehen. Und ihr Lieben, ihr könnt gerne meinen Predigttimer anschmeißen. Da habe ich so ein Auge drauf. Jesaja 6, Verse 1 bis 5. Ich glaube, die passen ziemlich gut zu dem letzten Lied. Nicht abgesprochen. Jesaja, wenn Jesaja hier wäre, Jesaja war ja ein Prophet. Wir würden den Jesaja anschauen, wir würden sagen, wow, der Jesaja, der ist mal ein richtig rechtschaffener Mensch. Der ist mal ein richtiges Vorbild. Der, so leben wie der, das ist richtig gut, das ist ein Standard. Wenn ich den Standard hätte vom Jesaja, dann das wäre schon mal richtig cool, dann wäre Gott so richtig happy mit mir. Gehen wir mal rein. Ich denke, einige von euch kennen die Geschichte. Naja. Eins zurück. Im Todesjahr des Königs Josia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Okay, der Jesaja, für die Stelle noch nicht kennen, der hat eine Vision, der sieht was, und er sieht, wie Thronengel über Gott, über diesem Thron stehen. Und jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht. Mit zweien bedeckte er seine Füße. Und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich.
denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Und dass dieser Jesaja, der wahrscheinlich heiliger ist als jeder von uns, und er hat eine Begegnung mit dem heiligen Gott und er sagt, ich bin verloren, denn meine Lippen sind unrein und ich komme aus einem Volk mit unreinen Lippen. Und wenn du Gott suchst, je näher du an Gott rankommst, desto mehr merkst du, wie heilig er ist. Wenn du weit weg bist von Gott, dann sagst du so Sprüche wie, ja, lass mal den lieben Gott einen guten Mann sein. Wenn du näher dran bist, du siehst seine Heiligkeit und du merkst, wie Jesaja in diesem Unterschied, wie unwürdig, wie es nicht passt, wie du in dieser Heiligkeit gar nicht stehen kannst. Ich habe einmal so ein, zwei Begegnungen gehabt mit Gott. Manchmal bist du nah an seiner Liebe und du weinst und er umarmt dich und du spürst es. Und manchmal bist du so, ich hatte nur zwei in meinem Leben gehabt, du bist so nah dran an dieser Heiligkeit. Und du wüsstest, ohne Jesus könntest du da überhaupt nicht stehen. Ja? Einmal habe ich gebetet und dann waren die Arme und das Gesicht, es war einfach so, wie wenn 1000 Ameisen, also wie wenn du 10 Stunden draufgelegen bist, weißt du, eingeschlafen, dann fängst du an zu kribbeln und du merkst in deinem Herzen, spiel nicht mit Gott. Ich glaube, ich habe 50 Mal gesagt, spiel nicht mit Gott, und meine Zunge hat sich angefühlt wie Leder, ja, so eingekribbelt, ja, einfach diese Nähe von Gott. Okay, das ist Gott, das ist Gottes Heiligkeit. Wenn wir vor ihm stehen, er ist ein heiliger Gott. Und ich möchte über Versöhnung reden. Jesaja sagt, ich komme aus einem Volk mit unreinen Lippen. Wir machen Fehler, wir begehen Fehler, wir vergessen, gute Sachen zu tun, wir denken schlechte Sachen. Und ich möchte mit euch zum 3. Mose gehen. Wer eine Bibel dabei hat, dann geht mal dahin, 3. Mose. Und wir lesen im 3. Mose über den großen Versöhnungstag. Ich möchte es mal beschreiben. Gott hat dieses Volk Israel ausgesucht und Gott gibt diesem Volk Regeln, Gesetze. Die ersten 10 kennen wir, es gibt dann noch 600 mehr. Ja? Er gibt denen Gesetze und sagt, haltet die alle ein. Und die mussten die alle einhalten. Und natürlich hat jeder von denen die Gesetze gebrochen, genauso wie ich letzte Woche oft vielleicht das Gesetz der Liebe gebrochen habe. Und wenn es nur in Gedanken ist und wenn es nur darin ist, dass ich eine gute Tat nicht getan habe. Ich habe dieses Gesetz der Liebe letzte Woche gebrochen. Vielleicht gegenüber meiner Familie, meiner Frau, vielleicht gegenüber Kollegen, vielleicht gegenüber jemandem von euch. Und so hatte dieses Volk, Gott hat dieses Volk gelehrt, dass sie Jesus erkennen, wenn er kommt. Er hat ihnen Gesetze gegeben, sie sollen die Gesetze einhalten. Und natürlich haben sie Fehler gemacht. Aber dann kam der Versöhnungstag, der große Versöhnungstag. Das ist der heiligste Tag im Kalender der Juden. Das ist Yom Kippur. Und an diesem Tag geschieht einiges. Aber ich möchte nur ein, zwei Verse rausgreifen, die mich vor vielen, vielen Jahren total berührt haben. Weil die sprechen am Ende von Jesus. 3. Mose 6, 16, 21 bis 22. Und was wir lesen, ist die Anweisung an Aaron und an die Priester. Und da steht, und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und er bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach all ihren Sünden. Ich lese das nochmal. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste. Damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schicke den Ziegenbock in die Wüste.
An dem Tag legt der höchste Priester, der hohe Priester, die Schuld des ganzen Volkes, die Sünde des ganzen Volkes, die Fehler auf dieses Tier, auf den Ziegenbock, und er schickt ihn raus in die Wüste. Und ich stelle mir vor, wie der Ziegenbock rausgeht in die Wüste, in die Öde, in die Leere. Und er läuft da und die Sünde des ganzen Volkes von einem ganzen Jahr ist auf ihm. Und dort an irgendeinem Strauch oder irgendwo, irgendwann kann er nicht mehr, irgendwann verendet er, irgendwann stirbt er. Und er sühnt für die Sünde von allen. Und natürlich ist das für uns, nicht für uns, es ist die Symbolik, ein Vorreiter von Jesus. Und der Fall, und Jesus hat damals das Kreuz auf den Berg hochgeschleppt. Und als er am Kreuz hing, hat der Vater die ganze Sünde der ganzen Menschheit auf seinen Kopf, auf sein Haupt bekannt. Und ich habe mal gehört, dass man sich vielleicht es irgendwie erahnend vorstellen kann, was Jesus körperlich gelitten hat am Kreuz. Was er körperlich gelitten hat. Der Kreuzestod ist die grausamste Hinrichtungsform, die es gibt. Und so wie es aussieht, rede ich nächste Woche darüber, über die Einzelheiten. Du kannst es vielleicht erahnend dir vorstellen, was es bedeutet, physisch, körperlich am Kreuz zu sterben. Aber was bedeutet es, das Lamm Gottes zu sein, das die Sünde der ganzen Menschheit hinwegträgt? Jeder Mörder, jeder Vergewaltiger, jede Kindesschändung, alles von Anfang bis Ende, jeder Kriegsanzettler, ja? Jeder Vater, der seine Kinder schlägt, jede einzelne Schuld, jede einzelne Sünde, alles bekennt der himmlische Vater, er lässt es zu, er bekennt es auf das Haupt von Jesus. Und ich stelle mir das, habe mir das mal vorgestellt, Jesus, er hängt da am Kreuz, aber ich glaube innerlich wird er in diese Einöde geschickt, in diese Verlassenheit, in diese Dunkelheit und er hängt am Kreuz. Ich stelle mir irgendwie vor, er hängt da stundenlang, wochenlang, monatelang, er hängt da jahrhundertelang. Wie lange dauert es, bis du die ganze Schuld von allen Menschen gesühnt hast? Ich kann es mir nicht vorstellen. Der nächste rational-kognitive Vergleich, der mir kommt, ist, er hängt da Jahrtausende in der Dunkelheit. Er ist da für sich allein, wie dieser Ziegenbock. Und er ruft aus, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Ja. Also Jesus zahlt für dich, für mich einen unglaublich hohen Preis und er tilgt die komplette Schuld, ja, von dir und von mir. Das ist die Botschaft. Jesus stirbt für die Sünder, damit wir was anderes haben. Jesus macht alles neu. An Ostern macht Jesus alles neu. Das Volk, ich komme gleich zu dem Volk, ich zeige euch eine Stelle, was er neu macht. Doch in jenen Opfern, Hebräer 10, ich stauche das zusammen, 3 plus 4 plus 10, die Verse unten rechts. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Was ich sagen will, das Volk hatte einen großen Versöhnungstag. Da wurde die Uhr auf Null gestellt und dann mussten sie wieder die Gesetze einhalten. Dann haben sie wieder Fehler gemacht. Dann kam der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Der Ziegenbock wurde in die Wüste geschickt, die Uhr wurde wieder auf Null gestellt. Gott lehrt die was. Aber für uns wird die Uhr nicht mehrfach auf Null gestellt. Die Uhr wurde einmal auf Null gestellt für uns. Die Opfer, das steht im Hebräerbrief an vielen Stellen, sind Vorreiter von dem, was Jesus machen würde, ein für alle Mal. Und jetzt, das ist mein Punkt hier bei der Slide hier, ein für alle Mal hat er gezahlt, die Schuld, die Uhr, ein für alle Mal auf Null gesetzt. Ein für alle Mal. Er wird nicht nochmal kommen, um am Kreuz zu sterben. Er wird kommen, um zu herrschen. Aber er hat einmal die Uhr auf Null gestellt.
Und ich und du, wir sind geheiligt. Das heißt, es ist alles gut zwischen mir und Gott. Ich bin geheiligt. Ja? Ich bin geheiligt. Ihr seid geheiligt. Da sitzt die heilige Katrin. Ja? Ja? Da sitzt der heilige Bernhard. Ja? Die heilige Helena. Nicht von Griechenland oder so, sondern die heilige, meine Frau. Die heilige Helena. Der heilige Thomas. Ja? Sankt Jan. Ja? Nicht, weil ich so gute Werke geleistet habe, sondern weil Jesus ein für alle Mal die Sünde und die Uhr auf Null gestellt hat. Ich bin heilig. Lass uns das Bild nochmal anschauen, was ich da hatte. Jesus zahlt am Kreuz einen unglaublichen Preis und er stellt alles auf Null. Für alle, die wollen. Für alle, die zu ihm kommen, sagt er, glaubt an mich und ihr habt ewiges Leben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und ich kann blühen darin, dass ich jetzt so krass angenommen bin. Der Sohn Gottes liebt mich und hat sich selbst für mich hingegeben. Ich bin krass angenommen. Ich bin eine coole kleine Blume, die einfach leben darf. Ich brauche Gott, wenn ich morgens aufwache, nichts zu beweisen. Das Lamm Gottes hat komplett meine Schuld bezahlt. Ja? Abends, wenn ich mich ins Bett lege, brauche ich nicht sagen, oh Gott, ich hoffe, du nimmst mich an. Ich bin geheiligt in ihm, ein für alle Mal. Ich möchte mit euch jetzt den ganzen Epheserbrief lesen, Scherz. Aber geht mal zum Epheserbrief. Ich gehe da kurz durch. Wir haben ja schon beim Gebet, bei der Gebetsreihe den Epheserbrief gehabt. Epheserbrief, was bedeutet es für mich jetzt, so eine coole kleine Blume zu sein? Ja? Was bedeutet es für dich, dass du blühen kannst im Licht des Kreuzes, nicht im Schatten des Kreuzes, im Licht des Kreuzes? Und das ist ziemlich cool und wir lesen das mal. Da steht, Epheser 1, ich mache 6 und 5, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt. Der Lobpreis Jesu, der Lobpreis Gottes, der Lobpreis seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben, so zeigt Gott uns den Reichtum seiner Gnade. Wenn ich morgens aufwache, weiß ich, ich bin begnadigt in dem Geliebten. Manchmal fühle ich mich nicht so, ja, okay? Aber ich bin begnadigt in dem Geliebten. Wenn der Andi morgens aufwacht, ist er begnadigt in dem Geliebten. Wenn der Emilian, und danke für die Arbeit da hinten, aufwacht am Morgen, ist er begnadigt in dem Geliebten. Ihr wart damals von Christus getrennt und vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Die Bündnisse Gottes und die damit verbundenen Zusagen waren euch fremd. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Die Stelle sagt einfach, es gab eine Zeit, da hatte ich keine Bündnisse. Jetzt scheine ich anscheinend Bündnis mit Gott zu haben. Ich war ohne Hoffnung und ich habe ohne Gott in der Welt gelebt. Jetzt ist es anders. Ich habe Hoffnung, ich lebe mit ihm. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Letzter Vers, auf den ich raus will. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger des Himmels und Gottes Hausgenossen. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ich lese es nochmal. Nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger des Himmels und Gottes Hausgenossen. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ich habe da so zwei Übersetzungen gemixt. Was ist unsere größte Freude? Thema von heute, was ist die größte Freude? Für mich als zwei Seiten. Zum einen meine größte Freude, egal wie bescheuert das Leben läuft. Ich bin in Gottes Haus und niemand kann mich da mehr rauskicken. Ich bin lebenslang in Gottes Haus, nicht weil ich es geleistet habe, nicht mal weil ich es verdient habe.
Ich bin in Gottes Haus, also ich bin dieser kleine Smiley da, ja. Ich bin in Gottes Haus, du bist in Gottes Haus. Egal was kommt in diesem Leben, niemand schmeißt mich da mehr raus. Ich bin Gottes Hausgenosse, ich bin nah geworden zu ihm, ich bin sein Kind. Was gibt's Besseres, als dass ich eines Tages vor diesem heiligen Gott stehe, aber als sein Kind, als sein Familienmitglied, als sein Hausgenosse. Wir haben eine WG zusammen, ja, ein ziemlich mächtiger WG-Bewohner. Ich habe alles schon gewonnen. Was brauche ich mehr? Ich bin in seinem Haus. Und die zweite Freude ist im 1. Petrus über Jesus, dass ich Freude habe an Jesus, dass ich sage, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jubelt in unsagbar von Herrlichkeit erfüllter Freude. Ich kann unsere größte Freude, ich kann mich jeden Tag an dem freuen, der mir das alles ermöglicht hat. Ich kann mich jeden Tag an Jesus freuen, ich kann nachher rausgehen, ich kann einfach happy sein, er hat den Preis für mich gezahlt und ich kann einfach leben. Hey, lass uns eine Zeit des nochmal für dich einfach du und Gott haben. Stell dir mal die Frage, hey, wie erlöst wirklich, wie erlöst bin ich? Habe ich es verstanden? Habe ich es verstanden, was es bedeutet, dass ich jetzt bei einem heiligen Gott, der alles geschaffen hat, einfach als Kind da sein darf? Ich darf am Familientisch sitzen. Mach ruhig die Augen zu, wenn du möchtest. Stell es dir vor, da ist ein heiliger Gott und du darfst am Tisch sitzen. Du bist Teil der Familie, du bist seine Tochter. Du bist sein Sohn, er hat dir alles gegeben, alles geschenkt. Er hat dir alle Befugnisse gegeben, er macht dir einen Ring an den Finger. Du bist dein Leben lang in seinem Haus. Und er wollte dich da haben und er hat einen extremen Preis gezahlt. Das Lamm Gottes hat einen furchtbaren Preis gezahlt, damit du Hausgenosse, Hausgenossin Gottes sein kannst. Und ich will dir jetzt die Zeit geben, erstmal für dich zu Gott zu kommen und Buße zu tun. Buße heißt einfach umkehren und sagen, Gott, ich glaube, ich hab das zugeschüttet in meinem Leben, dass du so diesen Preis gezahlt hast für mich. Ich habe das zugeschüttet, dass ich dein Kind bin und dass es so einen Wert hat, dein Kind zu sein. Dann geh zu Gott, geh wie Jesus, der das Kreuz hochträgt, zu Gott. Er hat es getragen, du musst es nicht tragen. Also du sagst, Herr, ich sehe diese Freude nicht bei mir. Ich sehe diese Dankbarkeit nicht bei mir, dass ich erlöst bin. Und allein, dass du das machst und ihn bittest, gibt ihm Raum. Vielleicht nicht heute, vielleicht auch heute, dass diese Freude wächst. Und wenn du gesagt hast, ich möchte eigentlich gerne an dem Familientisch Gottes sitzen, dann komm auch jetzt zu Gott. Komm zu ihm und sag Gott, ich möchte das annehmen, dass Jesus für mich gestorben ist, dass die Uhr auf Null gestellt ist, dass alles vergeben ist. Ich möchte an deinem Familientisch in deinem Haus sitzen. Lass uns eine kurze Gebetszeit haben und dann kommt Nina.